Ich hatte nach der letzten Mitgliederversammlung darauf hingewiesen, dass wir uns intensiv damit befassen, wie der Neustart der Bundesliga und zweiten Bundesliga gelingen könnte und wie dieser aussehen wird. Nach wie vor gilt, dass es in einer solchen für uns alle ja noch nie dagewesenen Situation nicht nur einen definitiven Plan gibt, sondern dass zwangsläufig jeder Plan, den man hat, von vornherein flexibel angelegt sein muss. Und es muss aber irgendeine strategische Idee geben. Und das gilt in diesen Tagen sicherlich nicht nur für die Bundesliga, sondern auch für Tausende von Unternehmen, Selbstständigen, öffentlichen Institutionen und auch Privathaushalte. Irgendwann muss es weitergehen und irgendwann wird es weitergehen, auch wenn das noch für längere Zeit nur in kleinen Schritten sein wird, wofür wir alle Verständnis haben müssen und sicherlich auch haben. Wann dieser Zeitpunkt für die zweite Bundesliga und für die Bundesliga gekommen sein könnte, darüber gab es in den letzten Tagen einige Aussagen und viele Spekulationen. Für uns bleibt einzig und allein entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen. Und deshalb liegt es auch nicht an uns, einen Starttermin der Bundesliga festzulegen. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, wenn der Tag X da sein wird, dann werden wir bereit sein. Und falls die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung entscheiden, dass dieser Tag der 9. Mai wäre, dann werden wir am 9. Mai bereit. Wenn es ein Tag danach sein sollte, dann werden wir da bereit sein. Lassen Sie mich nochmals betonen, ob der 9. Mai oder ein späterer Zeitpunkt, dass wir wieder spielen können, ist für einige Clubs die wirtschaftliche Rettung. Aber Spiele ohne Zuschauer werden anders aussehen, sie werden sich anders anfühlen, sie werden sich auch anders anhören und ich möchte die hier auch nicht schöner darstellen, als sie sind. Für den Moment sind sie aber nun mal die einzige Möglichkeit, die Bundesliga und zweite Bundesliga, wie wir sie kennen, aus den letzten Jahrzehnten und auch, wie sie sehr vielen Menschen etwas bedeutet, am Leben zu erhalten. Und ich bitte heute schon alle, wirklich alle, die sich für die Bundesliga interessieren, ob mehr, ob weniger, dafür um Nachsicht und um Unterstützung. Spiele ohne Zuschauer ist nicht das, was wir wollen, aber es ist für den Moment das Einzige, was machbar scheint. Es gibt mit Sicherheit zahlreiche Gründe, das, was wir Ihnen heute vorstellen und das auch das medizinische Konzept und unser Vorgehen zu kritisieren und vielleicht auch pauschal abzulehnen. Und vielleicht auch aus rein emotionalen Gründen, weil sich es momentan einfach nicht richtig anfühlt. Was vielleicht in diesen Zeiten sogar irgendwie noch nachvollziehbar wäre. Was wir jedoch tun können und was wir tun müssen, ist, bestmöglich zu versuchen, denen, die politische Verantwortung tragen, ein Konzept zu präsentieren, das ein angemessenes Maß an Sicherheit und Vorsorge in Verhältnis zu den effektiven gesundheitlichen Risiken von Spielern und Betreuern darstellt. Das versuchen wir. Wenn es uns, warum und gleich aus welchen Gründen, nicht gelingt, ein solches Konzept zu präsentieren, dann ist das eben so. Und dann wäre das auch zu akzeptieren. Dann muss aber eben auch klar sein, auch uns allen, dass wir die Bundesliga und zweite Bundesliga dann auch in einigen Monaten nicht spielen werden. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Argumente, die man heute gegen das Konzept vorbringen kann und die auch in den letzten Tagen und Wochen zu lesen waren, mit großer Wahrscheinlichkeit gelten die halt auch noch in einigen Monaten. Und insofern wäre die Bundesliga dann irgendwann auch ein Kollateralschaden dieser Corona-Krise. Und sehen Sie es mir bitte nach, dass ich hier als Vertreter der Clubs, der ich hier bin, das nicht als Ziel haben kann, sondern wir versuchen, bestmöglich an einem Konzept zu arbeiten, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen, dass die Bundesliga früher oder später wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann. Folgende Schwerpunkte hatte die heutige Sitzung. Ich konnte die Clubs darüber informieren, dass Vereinbarungen mit fast allen Medienpartnern erzielt wurden. Wir haben in den letzten Wochen mit allen Partnern intensive Gespräche geführt. Die waren geprägt von Respekt und vor allem von der gegenseitigen Anerkennung, dass diese Zeit für alle eine Herausforderung mit negativen Auswirkungen ist. Das betrifft nicht nur Privathaushalte und viele Unternehmen, unter ihnen auch die Bundesliga, sondern eben auch Sponsoren, aber auch unsere Medienpartner. Die Corona-Krise betrifft alle Unternehmen in Deutschland. Und was unsere Medienanbieter angeht, je nach Geschäftsmodell, sind unsere Partner unterschiedlich betroffen, weshalb wir in den Gesprächen versucht haben, den jeweils individuellen Betroffenheiten Rechnung zu tragen. Mit einer Ausnahme wurden mit allen Partnern Vereinbarungen erzielt, die den jeweiligen Geschäftsmodellen, aber auch den erworbenen Rechtepaketen Rechnung tragen. Es wurden auch Vereinbarungen darüber getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können.
Durch die nun getroffenen Vereinbarungen wird es schrittweise möglich, allen 36 Clubs Liquidität bis 30.06. zur Verfügung zu stellen. Klar ist aber auch, sollte die Saison nicht wieder starten oder abgebrochen werden müssen, greifen gewisse Mechanismen zur Rückführung von Zahlungen. Diese könnten dann erneut zu wirtschaftlichen Engpässen führen, gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt. Weiterhin wurde ein Organisationskonzept vorgestellt und besprochen im Falle der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Dieses enthält für die Bundesliga und zweite Bundesliga verbindliche Konzepte, die den Ablauf möglicher Spiele sowohl im Stadioninnenraum als auch im Tribünenbereich und im Außengelände regeln. In der Bundesliga würde dies bedeuten, für ein Spiel ohne Zuschauer 98 Personen im Stadioninnenraum und 115 Personen im Tribünenbereich. Also maximal 213 Personen in einem Stadion. Auf dem Stadionaußengelände sind je nach Stadion bis zu maximal 109 weitere Personen vorgesehen. Für die zweite Bundesliga wären im Stadioninnenraum 90 Personen vorgesehen und 98 im Tribünenbereich, also insgesamt 188 Personen. Die niedrigere Zahl im Vergleich zur Bundesliga im Innenraum und im Tribünenbereich ergibt sich vor allem durch weniger erforderliches Personal für die Produktion des Basissignals. Auf dem Stadionaußengelände sind je nach Stadion bis zu maximal 82 Personen vorgesehen. Für den Fall möglicher Spieler ohne Zuschauer werden alle Clubs zusichern, diese maximale Anzahl an Personen einzuhalten.